So, weiter geht's hier mit Wolfenstein, der Old Blood. Wir sind jetzt hier an den Docks und wir legen auch mal direkt los wieder. Sorge, Wesley. Ich habe einen Plan. Geh in die Festung, töte jeden verdammten Soldaten, befreie dich. Und dann machen wir uns aus dem Staub und kontaktieren Kessler im Dorf. Das hört sich auf jeden Fall nach einem Plan an. Reingehen, alle Menschen dort töten und ihn befreien. Was ein Plan. BJ Blazkowicz, also es ist wirklich... Was Besseres hätte ich mir jetzt auch nicht ausdenken können. Was will er auch sonst machen, verdammt? So. Ja, kannst du mal verrecken da oben? Dankeschön. So. Dann auf. Los. Geschwind, wie der Blitz. So. Du willst auch noch auf die Fresse. Ach, ihr alle wollt auf die Fresse, ey. Okay, das ergibt jetzt Sinn. Ich bin gerade gestorben. Ein paar Gegner waren noch am Leben und jetzt werde ich hier gespawnt und alle sind tot. Seems legit, würde ich mal sagen. Ach, durch Zufall kommen da jetzt wieder irgendwelche Leute. Von irgendwo. Ja, ja, ist klar, ist klar. Auf einmal spawnen sie aus nichts heraus. Ja, 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 ihr wollt mich doch verarschen, Alter. Ja, komm, zeig Köpfchen. Friedrich, Bernhard, Hans oder... Ihr wollt mich doch verarschen, Alter! Und wieder mal spawnen wir hier und es ist mega ruhig und keiner ist hier und gleich spawnen sie da hinten alle wieder, wie die Ratten und kommen aus ihre Löcher raus. Ach Mensch, da kommen sie ja. Durch Zufall, wer hätte es gedacht. Als wäre es ein Call of Duty Spawn-System, wie schön. Das sehe ich doch immer gerne in Wolfenstein. Sowas. Gerade in guten Spielen sehe ich sowas gern. Ah, herrlich. So, ärgern wir uns mal ein bisschen weniger. Machen die jetzt erstmal platt. So. Ja, ja, wir haben keine Munition mehr, Männer. Bla, bla, bla. So. Was müssen wir jetzt nochmal machen? War da oben nicht noch einer? Ich könnte schwören, da... Oh, da. So. Leben. Hier war da gerade irgendwo... Leben. Da, da. Der ist tot, oder was? Da oben. Okay. Nice. Leben. Noch mehr Leben oder auch nicht. Das ist einfach nur eine Konserve, die da rumvegetiert. So. War ja nicht... Ach, da, ja. Da ist der Hebel, ey. Lasst uns das Tor aufmachen. Ach ne, jetzt muss ich ja da hinfahren, ne? Oder? Oder was muss ich jetzt nochmal machen? Muss ich jetzt mit dem Boot dahin, oder? Nee. Oder? Weiß ich gar nicht. Ich schwimme einfach mal dahin, vielleicht hilft das ja. War anscheinend die richtige Entscheidung hier. Sind hier, glaube ich, richtig, ja. Och, da. Da muss man wieder eine Mauer. Ganz, unwahrscheinlich zerschlagen, ne? Also. Die Verbindung zu Xbox Live wurde unterbrochen. Nein, doch. Interessiert mich da nicht. Es ist ein Offline-Spiel und es wird mir angezeigt, dass die Verbindung unterbrochen wurde zu Xbox Live. Interessiert mich da jetzt nicht, Mann. So. So, und hoch da. Morgen, Hans. Wo bleibt Friedrich denn? Da! Friedrich! Du hier! Mensch! Ich hätte es gar nicht erwartet. Mit dir habe ich am wenigsten gerechnet. Und mit einer Hand sowieso. So, hoch da. Schockhammer. Ach, stimmt, hier gibt es ja neue Waffen in The Old Blood im Vergleich zu Wolfenstein The New Order. Gut, wäre auch komisch, wenn nicht. So. Also eigentlich ist es auch eine Shotgun, so wie man die von The New Order kennt. Nur ein bisschen anderen Design. Spielt sich auch nicht viel anders eigentlich. Eigentlich so gut wie gar nicht. Oh, nachladen. So. Wer noch? Du auch noch! Mensch, zeig doch mal ein bisschen Köpfchen. Dein Köpfchen ist jetzt aber weg. Kann man den Kopf eigentlich noch abhaken? Nee, geht natürlich nicht. Aber ich hab dir den Helm abgeschlagen. Das ist ja immerhin etwas, ne? War eigentlich noch einer von den Deppen? Ja, sag ich doch hier. War da noch so ein Friedrich, Hans, Werner, Wilhelm, Hinkel? So. Hätten wir das. Werner muss ein bisschen schlafen.
Ach guck mal, der macht. Werner macht sogar, hat versucht, zumindest einen Schneeengel zu machen, aber hat nicht geklappt, weil ihr seht ja, hier ist halt kein Schnee. Zumindest nicht viel. So. Okay. Hier ist doch Schnee. Da oben ist Schnee, aber nicht viel, wie man sieht. Na gut. Ein noch. Jetzt geht dieses wunderschöne Tor da auf. Ich glaube, wir kriegen später auch noch ein neueres Sturmgewehr, ein anderes als das hier. Das fand ich sogar besser als das hier, ehrlich gesagt. Ich glaube, hier gibt es jetzt das neue Sturmgewehr, oder? Ach nee, Blödsinn. Blödsinn, wir sind ja wieder hier unten, wo wir eben waren. Aber später. Später gibt's das Ganze. Ich glaube noch sogar in diesem Kapitel, wenn ich mich recht entsinne. Bin mir aber ehrlich gesagt jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Ich frage mich aber echt bis heute, warum diese Shotgun-Schützen jetzt so eine orangene Uniform tragen. Das haben die bei Wolfenstein, Wolfenstein The New Order nicht. Wollte schon sagen, Wolfenstein Return to Castle. Das ist ein bisschen älter allerdings. Ja, da haben die das irgendwie nicht. In dieser Weltraummission, da haben die das getragen bei The New Order, aber sonst wüsste ich jetzt nicht, wo noch. Ich fand übrigens Wolfenstein 2 richtig, richtig nice. Ich fand halt nur, dass The New Order halt ein bisschen länger war und das fand ich halt schon cooler. Also kam mir zumindest so vor, dass The New Order länger war als Wolfenstein The New Colossus. Oder Wolfenstein The New Colossus war genauso lange und ich hätte mir gewünscht, es wäre noch länger gewesen, weil ich es so cool fand. Das kann natürlich auch sein. Ja, mal das Türchen hier mal auf hier. Schöne, schöne Texturen. Ja. Für Next Gen läuft. Ja, man muss sagen, Wolfenstein The New Order kam auch für PS3 und Xbox 360 noch raus. Da musste man halt in Texturen ein bisschen manchmal Abstriche machen, glaube ich. Ja. Guten Morgen, Kameraden. Ich möchte hier nur ein bisschen mich umschauen. Ich würde sagen, das machen wir hier jetzt leise. Zack, zack. Ja, erstmal zweimal das Messer rein. Warum nicht? Kostet ja nichts, ne, das Messer. So. Ach, Mama! Och, nur ficken, ey. Och, nee. Leute, weißt du... Na. Wisst ihr, was geil ist? Oder eher nicht so geil ist? Dass die Sticks, diese wunderbaren Sticks vom Xbox One Controller, so empfindlich sind. Ich bin einfach nur ganz kurz rangekommen und da hat sich ein Schuss gelöst, ja. Ja, shit happens. Naja, egal. Passiert. Ich meine, ich wollte es eigentlich leise machen, aber jetzt haben wir halt Pech. Bombenschuss. Ist das nicht die ich meinte? Ja, das ist die da, oder? Ne, das ist eine andere Waffe wiederum. Das ist diese. Das ist diese Sniper, oder? Die hier. Das ist die Sniper. So. Ja, das ist die Sniper. Das ist nicht. Das ist tatsächlich nicht das. Uiuiuiui. Da waren aber alle Hans Friedrichs und Werner oder wie sie auch alle heißen versammelt, ey. Uiuiui. Hä? Wir hatten. Ach, der! Der! Ich dachte gerade schon, wir hätten die Granate geworfen, oder er hat einfach seine eigenen Leute getötet. Ja. Kann man mal machen. Oder angesprengt. Ist ja eigentlich egal, ob getötet oder angesprengt. Beides gleich scheiße. Ja, wo ist der denn? Ach, da ist er! Mensch, jetzt reicht es aber, Heinrich. Die wissen echt nicht, wo sie lang wollen. Ne? Zuerst laufen sie dann nach unten, sind sie wieder hier oben. Meine Fresse, ey. Entscheidet euch doch mal. Wir haben Bock, durch die ganze Walachei hier zu laufen, um euch zu finden. Was? Du hast im Bett gelegen. Nicht gelegt. Legen, liegen, wo ist der Unterschied? Du legst Eier. Du liegst im Bett. Ich nehme an, du bist kein Vogel, oder? Willst du jetzt die Geschichte hören oder nicht? Die Sprache richtig zu können ist wichtig. Warum hackst du ständig auf jedermanns Grammatik rum? Weil ich an die Erhaltung unserer wunderschönen Sprache glaube und wir nicht der Barbarei verfallen.
Na, dann erzähl ich die Geschichte eben nicht. Ich sag ja nur, wenn wir... Ach, halt die Klappe. Immer diese Klugscheißer, ey. So, wer noch? Ach, zwei von euch sind hier noch. Dieser Geruch, wie in dem Sumpf daheim bei Johnsons Hof. Tote Pflanzen und modriges Holz. Was? Man kann sich ja gar nicht mehr erinnern. Naja, egal. Lass mich raten, wir müssen irgendwo klettern. Ach, Leute, was habe ich denn gesagt? Wir müssen klettern. Ach, nee. Als hätte ich's gewusst. Ich habe das Spiel so gut durchschaut. Es ist echt geil wieder. So. Also, das ist Friedrich Nummer 45 jetzt ungefähr, den wir getötet haben. Hinkel. War doch nicht mit Absicht, hör mal. Boah. Ja, machen wir wohl ein bisschen unvorsichtig, würde ich mal sagen. So, den habe ich auf jeden Fall die Eier weggesprengt. Naja. Shit happens, würde ich sagen. Oh, was willst du denn jetzt von mir? So, wo müssen wir denn jetzt lang? Ist mal im Ernst, wo müssen wir lang? ETF? Nee, da definitiv nicht. Oder geht's hier? Ah! Schau mal einer an, da geht es so weiter. Wurfmesser! Oh, der Landmesser. Da. Wurfmesser. Und wie werfen wir das? Ist egal. Dann werfen wir es halt nicht. Sieht immer aus, als würde der denen so eine Bud Spencer Schelle geben. Warum denn nur diese Gewalt? Weil sie die Denkfähigkeit erhöht. Oh. Jo, moin. So, erster. Zweiter. Ist da noch einer? Ich glaube, das war's. Das waren nur die zwei. So. Scheint hier so eine Ausgrabungsstätte zu sein, oder? Also sieht zumindest schwer danach aus. Laufe vorwärts und drücke aber. Ja, ist ja gut. So. Wahrscheinlich das allererste Mal und letzte Mal, dass ich das in diesem Spiel mache. So. Ach, das. Habe ich die Treppe verfehlt, aber. Ich Schnoop. Ich Nichtskönner, was ich bin, ey. Obere Katakomben. Katakömmchen. So. Ach, ja, stimmt ja. Rohrzangen. Ach, Zangen. Rohre. Wie komme ich immer auf Zangen? Rohrzangen. Vielleicht habe ich irgendwie zu viel Rohrzangen benutzt in letzter Zeit. Ich weiß nicht. Nicht, dass ich wüsste eigentlich. Ja, dann gehen wir da mal hoch. Ach! Guck mal, Leute, wir müssen wieder klettern. Was Neues! Das ist ein Spiel. Spielfeature. Das ist ein Spielfeature, was ich noch gar nicht entdeckt habe in diesem Spiel. Das ist der Wahnsinn. So. Mal wieder. Kaputt. Okay, 3 Meter. Über mir wahrscheinlich läuft der Kommandant. Ist da jemand? Bleib stehen! Ja, das ist klar. Du hast mich gesehen. Wo ist er? Wo ist er? Ich weiß doch, dass er hier ist, ey. Hier ist er doch irgendwo. Da! Da ist er! Schön, schön. Schön das Rohr in den Schädel reingerammt. Ey! Doch, ja, gut. Jetzt habe ich mit einem Wurfmesser geworfen, obwohl ich es gar nicht wollte. Kann man hier Quickscopen oder was? Quickscope Montage.
Bam! Okay, das war... Ja, Quickscope läuft hier richtig, Leute. Ja? COD in the house. Activision David von der Haar, Hashtag und so. Das laber ich schon scheiß wieder, ey. Ach, da müssen wir lang. Wieder was mit Rohren. Also, ich glaube, es sollte ein Rohr-DLC zu diesem Spiel geben, wo man einfach nur einen Hindernisparcours hat, wo man die Rohre benutzen muss. Das wäre doch ein perfektes, durchdachtes DLC. Oder findet ihr nicht? Also, ich fände schon. Hä? Schießt? Hä? Ach, guck. Mensch. Friedrich, mach dir doch gar keine Mühe. Bringt doch alles nichts. Der Friedrich. Der Witzbold will auf mich schießen, ey. Ja, jetzt kommt ein Herr. Ist klar, jetzt. Durch Zufall spawnen sie alle da raus. Uiuiui. So, du noch. Wie entspannt der einfach wegslidet. Das juckt ihn halt einfach mal gar nicht. So, nehme ich jetzt auch mal hier wieder. Oh, Mensch. Stabile. Zwei Patronen. Ah, ne, nur eine. Toll. Dann nehmen wir halt. Ach, Schockhammer nehmen wir nicht. Dann eher hier Scharfschützengewehr. Komm ums Eck, Junge. So. Hätten wir dich auch mal. Ja! Also Ziel mit den Dingen ist hier nicht so geil. Würde ich mal jetzt behaupten. Weil die Gegner sich manchmal einfach zu schnell bewegen. Das ist einfach so. Weil wenn die Gegner sich bewegen, ist das Zielen einfach... die Bewegung vom Zielen ist einfach viel zu langsam. Müssen wir jetzt hier das Seil betätigen, ne? Stahlseil. Zombie am Glockenseil, immer. Achtung, Fallgitter. Joa.